Hallo und guten Morgen aus Port Canaveral. Heute ist der, was ist heute eigentlich, der 10.11.? Der 10.11. Heute ist Tag 8 unserer Reise von New York nach Jamaika mit Aida Diva. Und im Hintergrund, da hinten kann man irgendwo da, glaube ich, schon mal so ein bisschen sehen, was wir uns heute nicht angucken werden. Da ist nämlich das Kennedy Space Center. Wir werden hier heute eher versuchen, so eine Propellerbootstour durch die Everglades zu machen vielleicht. Mal gucken, was da so geht. Und dann soll es hier in der Nähe auch noch einen ganz netten Strand geben, den wir uns angucken wollen. Ich bin Sebastian on Tour und hier auf diesem Kanal und drüben auf Instagram nehme ich dich gerne mit auf meine Reisen. Wenn du also in Zukunft dabei sein willst, dann musst du nichts weiter tun, als diesen Kanal zu abonnieren und am besten auch die Benachrichtigung einschalten, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Und wenn du Lust hast, dir die weiteren Videos von dieser Tour anzuschauen, dann findest du die Links zu den Videos unten in der Beschreibung. Wasser nicht viel kälter. Port Canaveral, Cocoa Beach. Beach hier in Port Canaveral sind wir mittlerweile nach diversen Biers, kleinen Snacks und einer unterhaltsamen Busfahrt im öffentlichen Nahverkehr wieder am Schiff angekommen. Wie immer, wenn ich im Urlaub bin, habe ich die Sonne unterschätzt und mich natürlich nicht eingecremt. Das heißt, Panda lässt grüßen, ich habe wahrscheinlich wieder Augenringe bis sonst was. Außerdem habe ich mich ein bisschen verbrannt, aber das Wetter war hier echt herrlich und der Tag am Strand auch echt sehr, sehr schön. Wir haben Delfine gesehen zwischendurch, Surfer, die Wellen sind hier grandios. War echt klasse.
ich mir nie eingecremt habe. Immer dran denken, Sonnencreme. Wir sind jetzt fertig zum Auslaufen. Gleich geht es los. Im Hintergrund geht schön die Sonne unter. Und dann heißt es für uns nur noch Abendessen und ab ins Bett. Morgen ist Miami angesagt und da wollen wir fit sein. Deswegen werden wir heute sicherlich früh schlafen gehen. Ich hoffe, dass dir mein Video von heute gefallen hat. Wenn das so sein sollte, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich mal sehr. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik steht dir unten in die Kommentarspalte offen. Und für weitere Videos wie dieses und vor allem für die restlichen Videos von dieser Tour, solltest du den Kanal abonnieren. Bis morgen. Gute Nacht. Thank you.